mal ein großes Hallo an euch alle draußen. Wir möchten euch begrüßen zu unserem allerersten Video. Man muss dazu sagen, wir haben eigentlich schon seit 2 Monaten reden wir herum. Geh komm, filmen eigentlich, da mal was, da mal nix. Ja, jetzt haben wir sie eigentlich beschlossen. Wir fangen einmal mit dem ersten Video an. Vielleicht nur kurz, Max, dass du uns mal sagst, die Eckdaten, was da genau drin ist, was für ein Motor, wie viel PS das wir haben in die Richtung halt. Ja. Okay. Hallo! Hallo, grüß euch nochmal. So, also, hier mein Chevrolet Camaro. Kennt sich nicht jeder aus, aber kein Ford Mustang. Das ist das Pendant von Chevrolet, so Ford. Etwas größer, etwas schwerer, bulliger, vielleicht nicht ganz so sportlich, aber doch auch sehr beliebt und mein Lieblingsauto. Habe ich jetzt schon mittlerweile um die 7 Jahre. War eigentlich ein Scheunenfund, habe ihn dann von Grund auf restauriert, lackieren lassen, Motor natürlich herrichten lassen. Innenraum ist eigentlich größtenteils original, ist eigentlich gut erhalten. Ja, zu den Eckdaten, es ist 5,7 Liter, also 350 Kubik Inches. Das sind so die Größenordnungen. Natürlich ein V8 Motor mit einem Vierfachvergaser. Besonderheit an dem Fahrzeug ist, dass er Viergangschalter hat und keine Dreigangautomatik. Macht ihn natürlich wesentlich sportlicher. Das ist einmal das Interessante an dem Fahrzeug. Er ist zweite Generation, aber vor dem Facelift, sprich er hat natürlich einen Alu-Stoßstangen, sieht man sehr selten. Die meisten sind damals in die 80er, 90er Jahre umgebaut worden zu Beschleunigungsfahrzeugen, sprich Klima raus etc. Das ist bei mir alles noch vorhanden und funktionssüchtig, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Wenn es willst, können wir gerne mal einen Blick unter die Haube machen. Einfach von draußen zum Aufmachen, nicht so wie wir die Europäer. Wirklich? Ja. Das ist auch nicht gesperrt. Das ist dann. Da kann man jederzeit reinschauen, wenn es ihn interessiert. Aber ja nicht die Kabeln ausreißen von den Zimtplätzen. So. Also Edelbrock, glaube ich, ist das, oder? Ich habe ein bisschen was von Edelbrock verbaut, aus dem Grund, weil der originale Vergaser einfach für unseren Sprit und heutzutage nichts ist. Er braucht einen Haufen Sprit, er entfaltet keine Leistung, bringt nichts. Daher Edelbrock-Bauteile, ansonsten ist der Motor eigentlich original. Ich glaube, man kann fast sagen, diese Edelbrock-Bauteile, das sind schon fast Serie, oder? Wenn man sich einen Ami kauft. Genau so ist es. Ich habe natürlich die originalen Bauteile auch noch aufgehalten, Okay. Falls man dann irgendwann einmal als historisches Fahrzeug anmelden will. Okay. Und sie regen sie auf, aber er läuft halt so viel ruhiger, sanfter, braucht weniger Sprit. Okay. Ganz einfach, ja. Gut. Also Auspuff sieht man mal nichts, oder? Auspuff sieht man, wenn man mit einem anderen Auto hinten nachfährt. Er hat auf 2-flutige Anlage, wie sie sich für einen V8 gehört. Ah, okay, wenn man jetzt genau ja. Wenn man jetzt schaut, von vorne weg. Und natürlich einen brachialen Sound, ist wunderbar. Natürlich Katalysator hat es damals noch nicht gegeben. Aber dafür hat man halt einen guten Sound, ja, das ist klar. Der Heckansatz, den habe ich nachträglich importieren lassen von Amerika. Ist vom Z28. Wer sich auskennt, weiß, das ist die stärkste Version oder eine der stärkeren Versionen vom Camaro. Hat es leider zum Einbau ja nicht gegeben, aber ist ein Originalersatzteil quasi. Den passt aber trotzdem rauf hinten, oder? Der Heckflügel passt genau auf die Karosserie, ist genau die gleiche wie beim Z28. Okay. Ja, zum Interieur. Wie geht der Kofferraum auf? Kann man den einfach von außen öffnen? Oder? Kofferraum braucht man einen Schlüssel. Okay. Ja, also ist nicht so wie beim Motorraum. Ist nicht so berühmt wie, wie beim Cadillac, aber okay. Sitze und alles andere ist noch original. Natürlich etwas mitgenommen, aber im Großen und Ganzen noch schön benannt. Oder ein Drehzahlmesser, Servolenkung und Klimaanlage, wie vorher schon erwähnt. Ist ein Viersitzer oder ist das Fünfsitzer? Genau, also Viersitzer, ja, kann jeder hinten sitzen, gibt es keine Einschränkungen. Beinfreiheit ist nicht die größte, aber für normale Leute oder Frauen sollte es kein Problem sein. Ja. Was sollte ich noch dazu sagen? Viele fragen sich vielleicht, was LT heißt. Das heißt Luxotourer. Das heißt, ist halt nicht unbedingt auf Race und Sport ausgelegt, sondern doch ein bisschen auf Komfort. Wobei das Fahrwerk eigentlich doch auch sportlich gefahren werden kann. Ja. Was ich noch ganz gern sehen würde, ist der Kofferraum. Also, ja, was da tatsächlich reingeht. Ist okay. Gibt sicher größere, aber ein paar Kisten Bier kriegt man schon rein.
Ja, nur zwei Leichen gingen sie aus, gell? Ja, so. Es geht ja recht weit hinterher. Scherz beiseite. Nein, es ist wirklich ein großer Kofferraum, also Urlaub fahren ist überhaupt kein Thema. Genau. Original ist da auch noch der Reserveraffen und der Wagenheber drin, aber das steht bei mir zu Hause. Hast du jetzt nicht drinnen? Aber jetzt nicht. Okay. Drin. Dafür habe ich anscheinend Schmutz drin. Okay. Okay. Gut. Alles klar. Was sagst du, starten wir jetzt in den Born rein, oder? Können wir gerne machen. Ja, okay. Also in 3, 2, 1. Ja, was man halt merkt bei dem Fahrzeug, durch das, dass er geschaltener ist, ist nicht so einfach mit dem gleichmäßigen Gas gehen wie bei einer Automatik. Das muss einem klar sein. Natürlich ist das sportliche Fahren natürlich dann viel besser. Also Beschleunigung und Gangwahl macht beim Geschalternen viel mehr Spaß. Dafür ist das halt ein bisschen zickig. Was mir aufgefallen ist, so viel gibt es jetzt gar nicht am Markt. Ich habe ein bisschen in Deutschland geschaut und in Österreich, also wirklich armes Handgeschalten, schwer momentan, oder? Generell wenig, ja. Also ich habe mich da mehr ein paar Camaros umgeschaut. Okay. Von denen gibt es sehr, sehr wenig. Also ich habe da war in Österreich noch keinen gesehen, aber so herumgefragt, gell, bei den ganzen Autotreffen, bei den Ersatzteilhändlern, was es da gibt in Österreich. Die wird sehr selten sein. Ja, weil es einfach die meisten amerikanischen Importwagen sind und da gibt es halt eigentlich nur Automatik drin. Ne? Meiner ist ja direkt importiert und für einen österreichischen Markt. Ne? Ah, okay. Der ist neu gewesen sozusagen. Der ist drüben nie gelaufen. Aber hat natürlich einige Vorteile mit dem Schalter. Leichter ist er auch, das Getriebe ist wesentlich leichter. Okay. Einfacher zum Servicieren. Ne? Automatikgetriebe ist bald einmal kaputt. Ne? So, jetzt haben wir aber mal überholen müssen, glaube ich. Der Sound ist halt immer wieder gewaltig. Ich glaube, das ist einer von den Hauptgründen, warum man Amerikaner fährt. Ja, da kommt Freude an. Was ich ja richtig geil finde, obwohl er jetzt da schon in die Jahre gekommen ist, schon über 40 Jahre, die Klimaanlage, also das ist echt nice. Ja, die ist jetzt gar nicht auf Maximum, also wenn ich jetzt früh auftrage, dann fröstel mache ich. Ne? Okay. Ja, war auch ein Grund, warum ich tauscht habe, weil ich hab mal einen Käfer gehabt. Ja. Ja, Käfer und Klimaanlage ist halt nicht ganz so, ne? Ja. Vor allem fehlt die PS dann auch gleich einmal, ne? Ja, sicher, es macht auch mehr Spaß, als du weiter fährst, also da kannst du, kann jeder Berg kommen sozusagen, das macht einem nichts. Tempomat hat der jetzt aber noch keinen, oder? Tempomat fehlt einem leider, ja. Okay. Da weiß ich nicht, ob das beim Camaro so gang und gäbe war. Ja, die Caprice und so hat es gegeben, ja. Okay. Aber ja, der ist halt ausgestattet mit Klimaanlage, Servolenkung. Ja. Aber ich sag vom Jahrgang her, also so 76er Baujahr ist er das eben. Genau. Hat es damals schon gegeben bei den Amerikanern, oder? Ja, ja, schon lange vorher, ja. Also, war aber wahrscheinlich eher denen Limousinen vorbehalten, nehmen wir mal stark ich an, bevor auch man das jetzt in einen Camaro oder Corvette reingibt, ja, oder? Sicher, wird es vielleicht vereinzelt gegeben haben, ja. Aber das sind halt doch eher die Spurt-Coupés. Ja. Da haben sie gemeint, wer braucht da einen Tempomat, die fahren eh immer Vollgas. Ne? So ungefähr, glaube ich, war das gedacht. Falls ihr wer fragt, was für Vergaser das ist, ja, wir haben da einen Vierfachvergaser verbaut, ist auch original so. Okay. Ja, das heißt, du fährst original also mit der ersten Vergaserstufe für je Zylinderbank, ne, V8, und dann ab gewisser Drehzahl macht dann die zweite Glocke auf und dann lässt er viel Sprit rein. Also da geht dann auch schon was. Aber natürlich, Spritverbrauch oder auch ein bisschen mehr als einfach den Golf. Ne? Ja, sicher. Und trotz der sehr holprigen Straße hat er eigentlich ein recht gutes Fahrverhalten. Ja, ist eigentlich sehr angenehm. Aber ich muss auch sagen, die Sitze, glaube ich, machen auch sehr viel weg. Weil die doch eher auf der weicheren Seite sind. Sicher, es ist ein weicher, aber trotzdem seitengut. Ja. Das haben sie ganz gut gemacht damals. Ja. Ich meine, fahrwerkstechnisch ist natürlich alles neu, aber trotzdem
originalgetreu. Ne? Also Blattfedern mit den ganzen Gummis dazu, Stoßdämpfer etc. Vorderachse auch Blattfedern? Vorderachse nicht, Vorderachse Spiralfedern, Hinterachse Blattfedern. Ja. Aber Stoßdämpfer sind neu. Ja. Im Ort mag er es nicht so gern, der ruft er gern, aber okay. Freilandstoßen liegt er. Ja. Da ist er zu Hause. Mit wie viel Liter kann man ihn fahren, wenn man möchte? Also auf längeren Touren, Autobahn 130, fahren mit 12 Liter. Okay. Ist dann ganz okay. Wenn man jetzt so am Wochenende mal ausfährt, ein bisschen Freilandstraße und ab und zu ein bisschen ins Gas steigt. Also das braucht auf jeden Fall. Ja, kommt man eher auf 15 Liter ja. Mit einem neueren Vergaser. Ich habe den umgestellt vom originalen Rochester. Der hat auch, ich glaube, 800 CFM, das heißt, der lässt sehr viel durch an Sprit, gell? Ja. Was aber überhaupt nicht notwendig ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen 400er oder so von Edelbrock, der macht das Ganze schon ein bisschen geschmeidiger. Ne? Also habe ich dann schon ein paar Liter Sprit eingespart. Was bringt denn der eigentlich Gewicht auf die Waage? Weil er schaut ja da sehr schwer aus, ja? Wenn man jetzt von draußen betrachtet. Ja, es ist schon sehr dickes Blech verbaut. Ne? Also ja. Elektronik und so weiter, Stellmotoren braucht er nicht viel, aber dafür ist halt das Blech halt noch richtig massiv, dann macht der Hagel auch nichts. Der wird ungefähr, ich glaube im Zulassungsschein steht 1690 Kilo oder so. Gell? Wahnsinn. Also ist schon ein Schiff, ne? Ja. Er hat eine schöne Länge auch. Also gut, der hat ja über 5 Meter, ja, was man glaube ich letztens so gemessen hat. 5 Meter hat er ungefähr, ja. Ja, also da ist schon weit über einem normalen Auto drin. Ja. Aber auffallen tust du sicher, das ist garantiert. Ja, also die Leute schauen nicht schon die ganze Zeit, ja. Na gut, man hört den auch vor 10 Meter, also was heißt vor 10 Meter, man hört den vor 150 Meter schon, ja, dass, locker, da, ja. Dass da irgendwas kommt, was man einfach sehen muss, ja. So ist es. Ja, und mir gefällt halt auch, dass das noch die zweite Generation ist, die erste, zweite Generation, wo man halt noch die schönen Alu-Stoßstangen hat und ja. Nicht alles Kunststoff ist. Das ist halt auch natürlich Pflegeaufwand enorm, dass man die sauber hält und poliert, aber optisch natürlich ein Schmankerl. Ich habe mir zuerst schon gedacht, wie ich ihn so ein bisschen angeschaut habe und dann habe ich kurz am Handy nachgeschaut, das ist der Bumblebee eigentlich vom Kastel her, was man von Transformers kennt. Genau, wenn man ja. Den ersten Teil von Transformers kennt, also wo der gelbe Bumblebee umfährt, genau, das ist das gleiche Kastel, richtig. Ja. Wo der Witwicky die Megan Fox abholt. Ja, genau. Ja, sie macht dann einmal die Motorhaube auf und schaut ihn ja. Rein. Hat es denn damals wirklich original in diesem Gelb gegeben, wie man aus dem Film kennt, oder? Also ich habe noch keinen Gelben gesehen. Okay. Also das Bronze-Rot, was ich da jetzt habe, ne? Ist sehr häufig. Das gibt es öfters, ja. Ich habe schon mal einen Blauen gesehen. Und ich glaube so Silber, oder? Und Silber kommt auch vor, genau. Aha. Überhaupt bei den Z28 dann, ja. Ja, die ein bisschen früheren. Ja. 346 Minuten später.